Moinsen! Heute soll es mal um die Gasversorgung im Wohnmobil gehen. Und deswegen nehme ich euch jetzt mal mit ins Wohnmobil und zeige euch das. Doch zu Beginn möchte ich erstmal die neuen Abonnenten begrüßen, die seit letztem Video neu dazugekommen sind. Herzlich willkommen! Ja, Wohnmobil und Camping ist seit dem Corona-Jahr mehr in aller Munde als die Jahre zuvor. Dadurch, dass ich dieses mega geile Hobby schon seit über 20 Jahren mache, möchte ich dir zeigen, dass nicht nur Rentner an diesem Lifestyle extrem Spaß haben können. Genau deswegen habe ich mich dazu entschlossen, meine Erfahrungen und meine Eindrücke aus diesem Kanal mit dir zu teilen. Wenn du Lust hast, mehr von solchen Videos zu sehen, abonniere gerne den Kanal, indem du dich einfach hier unten auf Abonnieren drückst. Selbstverständlich kannst du auch gerne auf meinem Kanal ein wenig mit den anderen Videos stöbern. Die Playlist Tipps und Tricks zum Wohnmobil blende ich dir hier oben ein. Ja, so, nur aber zum Thema Gasversorgung im Wohnmobil. Wofür benötige ich eigentlich Gas im Wohnmobil? Gerade zur kalten Jahreszeit liegt das auf der Hand. Wir müssen irgendwie heizen. Das läuft natürlich mit Gas. Aber selbstverständlich wird auch mit Gas gekocht. Zu allerletzt benutzen wir das Gas auch, um den Kühlschrank zu kühlen. Dies funktioniert natürlich auch mit Landstrom oder Solarenergie. Aber bei uns läuft der Kühlschrank eigentlich immer über Gas. Kommen wir nun zur Gasversorgung. Wenn das Fahrzeug ausgeliefert wird, ist im Regelfall kein Gasdruckregler verbaut. Es hängt hinten einfach ein flexibler orangener Schlauch aus der Seitenwand, an der ich eine Gasbuddel anschließen kann. Nun habe ich allerdings ein paar Probleme. Ich muss bei jeder Fahrt die Flasche zudrehen, weil die Gefahr bei einem Unfall zu groß wäre, dass Gas austritt. Außerdem habe ich keinen Plan, wann die Buddel leer ist und wann ich sie wechseln muss. Dafür gibt es unterschiedliche Gasdruckregler. Diese gibt es in einer Mono- oder auch Duo-Version für eine Gasflasche oder zwei. Wenn man in solch einen Gasdruckregler investiert, dann sollte man möglichst auch gleich den Duo nehmen. Zumindest wenn man Platz für zwei Flaschen hat, wie bei mir. Dazu später mehr. Kommen wir aber erstmal zu dem einen Vorteil von diesem Gasdruckregler. In dem Namen dieser Dinger ist immer ein CS im Namen. Das bedeutet Crash Control. Dadurch, dass ich so ein System verbaut habe, brauche ich bei Fahrtantritt die Gasbuddel nicht abdrehen. Genau das ist sonst der Fall, wenn man losfahren möchte. Dann kann ich während der Fahrt den Kühlschrank nicht laufen lassen oder meinen Wohnraum nicht heizen. Das ist für mich schon extrem nervig. Dann wäre dann schon darauf Bock, wenn man ankommt und wenn man losfährt, die Buddel immer wieder abzudrehen. Also ich definitiv nicht. Also wenn man so ein System mit dem Crash-Sensor nicht hat, dann immer schön die Gasflaschen abdrehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das jeder weiß. Ansonsten kann es zu sehr schweren und schlimmen Unfällen kommen. Und das wollen wir doch alle nicht. Also tut euch und jedem anderen Verkehrsteilnehmer den Gefallen und kauft euch ein Gassystem mit Crash-Sensor, wenn ihr mit offener Flasche fahren wollt. Ja, diesen Crash-Sensor haben auch die Monosysteme, die nur für eine Flasche ausgelegt sind. Ich würde euch trotzdem das Duo-System empfehlen, denn der zweite Vorteil von einem Duo-Kontrollsystem ist die automatische Umstellung bei einer leeren Flasche. Wer kennt es nicht? Mitten in der Nacht wird es auf einmal eisig kalt und die Heizung fällt aus. Wer springt dann auf und zieht sich an, geht nach draußen, um die Gasbuddel umzuklemmen? Tja, und genau das kann ich umgehen, indem ich mir so ein System hole. Ich zeige euch jetzt mal, wie das aussieht. Hier unten seht ihr den Gasdruckregler. Aktuell ist der Pfeil nach links gedreht. Jetzt kann ich ihn nach rechts drehen, um die rechte Flasche zu aktivieren, die jetzt auch grün anzeigt. Auf der linken Seite war die Flasche leer. Jetzt kann man es manuell umstellen, jetzt ist die rechte Flasche aktiv, die ist voll. Und wenn man das umstellt auf die linke Seite, dann sieht man, dass die Flasche leer ist. Das heißt, die linke Flasche wird einfach nur rausgeholt, ausgetauscht, die Level Control wird abgenommen und an die volle Flasche, an die neue Flasche wird die Level Control wieder unten angesetzt, über Bluetooth mit dem Handy verbunden und neu reingestellt. Dann wird die Flasche aufgedreht. Ich schaue noch mal kurz nach. Da zeigt sie grün an. Das heißt, die linke Flasche ist grün und aktiv. Und dann schalte ich natürlich wieder um auf die rechte Flasche. Und in der Level Control kann man sehen, dass die linke Flasche, das ist bei mir die obere, die ist jetzt voll, 11 Kilo, und die rechte ist schon fast leer. Und das wird mir hier angezeigt.
Ja, und dann hier gibt es noch verschiedene Hersteller, die eigentlich alle ganz gut funktionieren. Das Produkt von Troma ist wohl der etwas teurere Hersteller im Vergleich zu GOK. Laut Hersteller muss bei Troma beide Anschlüsse ein Filtersystem haben. Dies wird bei GOK nicht vorgeschrieben. Ob das nun Geldmacherei ist oder absolut sinnvoll, müssen andere entscheiden. Ich habe zumindest vor 3 Jahren eine von GOK ohne Filter verbauen lassen und ja, es ist bis heute noch nichts passiert. Gesamtsystem von Truma mit Filter und Schläuchen kostet ca. 360 bis 420 €, je nach Anbieter im Netz. GOK mit Filter und Schläuchen 290 bis 340. GOK ohne Filter mit Schläuchen 210 bis 240. Ich habe euch die Produkte aber alle in der Videobeschreibung unten verlinkt. Für mich ist dieses System eine absolute Bereicherung des Fahrzeugs. Komfort und Sicherheit so zu steigern mit einer relativ kleinen Investition ist schon geil. So Leute, ich bin durch mit dem Thema Gasversorgung. Übrigens kann ich über die Truma-App und 2-Level-Control, die unter den Gasbuddeln klemmen, jederzeit die Menge vom Gas ablesen und auch sehen, welche Flasche aktiv ist. Dazu werde ich in dem nächsten Video mal was erzählen und zeigen. Wenn du dies also nicht verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal und schau wieder vorbei. Selbstverständlich freue ich mich über ein Like oder einen Kommentar von dir. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Zeit und wir sehen uns auf dem Stellplatz.